So, okay, komm, wir gehen mal in meine Rewards rein. Ich will heute gar nicht so lange schnacken. Ja, wir fangen mal direkt mit den Weekly League Rewards an. Gold 3 haben wir geholt. Schauen wir mal. So, ich würde vorschlagen, wir gehen wie immer in den ersten Player-Pick, Nation-Player-Pick ganz normal rein. Und ich nehme diesmal den linken. Ich glaube, der Link hat Potenzial, Jungs. Oh mein Gott, Salah, was? Let's go! Oder warte, ist es Salah? Gibt's da noch wen anders? Higazi? Nein, yay! Don't do this! Wir beginnen. Ich habe jetzt die Nation, wissen wir nicht. Ich habe einfach gerade random einen genommen. Ja, es gibt einen IV. Okay. Ja, Guacamole. Yay! Es ist Zeit heute. Es ist Zeit. So, Jungs, jetzt kommt er. Wenn jetzt viel Physis kommt, dann bin ich am Arsch. Ja, es ist Zeit, heute mal zuzuschlagen für mich. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Junge! Es ist Zeit, yay! Es ist Zeit! It's time, yay! It's time! Junge! Wie gut, Mann! Endlich, 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 endlich mal gelackt, Mann! Ich schwör's dir, immer! Immer rasiert worden von diesem Spiel. Und heute ist der Tag. Go, Mann. Let's fucking go. Gehen wir hier auch nochmal rein. Ja, es ist auch egal, was kommt. Italien-Flagge. Ha, leider keine Italien-Flagge. Aber Neymar und Mbappé haben wir noch da. Von daher passt das schon. Soweit. Würde ich vorschlagen. So, gucken wir mal. 82 Füße starten wir rein. Schaut schon mal. Ah, okay. Das ist der Brasilianer. Als Asset nochmal, habe ich jetzt was falsch gedrückt? Nee. Koundé. Ah, nichts Gutes. Ja, der kann ja auch nichts mehr sein. Das ist Seferovic. Ja, zweiter war nicht so gut, aber nenne ich Skip beim Namen. Ist mir egal. Ich habe Salah gezogen. Ist mir egal. So, gucken wir nochmal in die Packs hier rein. Ah, sind, kann man ja eh nichts Großes ziehen. Außer jetzt kommt hier mal ein Icon rum. Dann haben wir nämlich heute den Fluch gebrochen, dass wir noch nie was richtig Krasses in Rot gezogen haben. Und den Icon-Fluch, dass wir noch nie eine Icon hatten. Ich zieh einfach jetzt eine Icon. Wisst ihr, wie ich meine? Spare ich nicht auf. Ich hole jetzt die Icon. Dann passt sie. Ja, perfekt. So, 50k weg. Gehen wir noch rein. Ah, leider kein Walkout bekommen. Schade drum. Schade, Schokolade. Oh, 85 und 84. Starkes Pack eigentlich, ne? Dann ziehe ich jetzt einmal kurz La Quax. Dann passt das doch hier. Ne, jetzt nur für SPC-Futter für die eine Challenge da. Für das eine Pack. Will ich gar nicht groß was draus haben. Schauen wir mal schnell rein. Naja, Romero. Ja, nicht mal. Otamendi. Was? Ja, Otamendi. So, wir machen jetzt hier noch diese Tots-Weg zum Ruhm Spielerwahl mit Argentinien, Brasilien und England, glaube ich. Ja, Sujek geht flöten, Nkunku geht flöten und Otamendi, die haben wir ja gerade gezogen. Ansonsten nur ein paar 82er, 81er, 80er, nichts Besonderes. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen Stats Reveal einfach, oder? Stats Reveal hört sich ganz gut an. Dann gehen wir mal rein in Stats Reveal. Ich drücke einmal hier drauf, dann öffnet sich jetzt das Pack. So, dann drücke ich R3 und dann sollte sich, ja genau, haben wir das Ganze hier. Okay, 78 Physis, 44 Verteidigung, 91 Dribbling, 87 Passen, 90 Schießen. Sieht gut aus. Ah, Romarinho, den habe ich leider schon. Den haben wir leider schon. Okay, nächster, 91 Physis. Okay. Auch gut aus eigentlich, ne? Ich kann das aber irgendwie nie richtig einschätzen. Lautaro. Lautaro? It's not bad, würde ich sagen. So, ich glaube, das ist jetzt der letzte hier. Okay. Ah, sieht nicht so gut aus. Ja, das sieht leider gar nicht gut aus. Ciao, Henrik. Okay, ich glaube, das war's. Ja, genau, das war's.
Ja, Lautaro bin ich nicht unzufrieden mit. Die würde ich sagen, kann man mal mitnehmen, oder? Kann man mal mitnehmen. Ist eine coole Karte. Nächstes 85 bis 90 Tot Pack. Wieder halt als ja, SPC-Butter für dieses nächste Player-Pick-Upgrade-Dingsbums da. Gucken, was jetzt hier noch kommt. Na, okay. Ich glaube, ein 85er. Ja. Eh erstmal egal so halt. Ah, 87er ist sogar. Ist okay. So, die nächste Tots oder Weg zum Ruhm Spielerwahl mit, ich glaube, Portugal, Frankreich oder Deutschland müsste das sein. Ja, nichts Besonderes dabei. Geben wir auch das ab und auch hier machen wir wieder ein Stats Reveal. Gehen wir jetzt hier rein. Zack, Pack öffnet sich. Dann drücke ich R3. Gehe hier auf die Stats und dann können wir uns das Ganze angucken. Ah, schon mal nicht so gut, um ehrlich zu sein. Philipp Max, der erste, ist nicht so gut. 93, das sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Sehr gut aus. Goretzka? Oh mein Gott, Digga! Let's go, Leon Goretzka auch noch am Start. Was? Was zum Fick? Was kostet der? 1.5 Million! 1.5 Million! Scheiße! Scheiße! Ich hab gedacht 500k oder so. What the fuck, Alter? Eieieiei. Scheiße, so. Ich guck uns den letzten auch noch an. Das wäre egal. Hier. Ja, wurscht, was da kommt. Also, warte. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Sind da nur zwei drin, oder wie? Also, hier, Sergio Oliveira. Ist mir auch egal. Oh mein Gott, was zum Fick. So, also das Team halten wir jetzt erstmal soweit fest. Ja, wir haben Salah jetzt damit neu drinne. Wir haben Goretzka damit neu drinne. Ja, Cannavaro damit auch neu im Main-Team. Wir haben den zwar letzte Woche ja gezockt, aber ja, nicht im Main-Team. Florenzi hat sein Upgrade bekommen und es sieht sehr, sehr krass aus, Mann. Goretzka hat so eine geisteskranke Karte, ne? Auch Salah, ne? Asozial Bock auf den und auch durch Florenzi Stats an. Das ist halt unnormal, ne?